Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Madden 17. Die zweite Hälfte gegen die Baltimore Ravens steht an. Und direkt vor uns sehen wir die schlechte Nachricht. Unser Tight End Gary Barnage hat sich, genau wie Josh Gordon, auch das Schlüsselbein gebrochen. Wird vermutlich auch circa 6 Wochen ausfallen, das wird sich noch rausstellen. Und damit weiß ich so langsam nicht mehr, auf wen ich werfen soll. Wir werden sehen, wie es jetzt in der zweiten Hälfte weitergeht. Wir führen immer noch 16-13, sind im Ballbesitz. Und ich würde sagen, wir setzen unser Laufspiel weiter in Gang. Das sah ja in der ersten Hälfte schon sehr gut aus. Und jetzt brauchen wir es. Jetzt. Ja, dann müssen wir gleich mal das Timeout nehmen, weil wir nur noch 3 Sekunden auf Uhr hatten. Wir stehen zumindest auf der gegnerischen 17-Yard-Linie. Das heißt, wenn wir jetzt keinen groben Schnitzer machen, sind wir in Field Goal Range. Machen wir jetzt doch erstmal einen Kaschbezug. Gucken wir uns an, wie die Defense sich aufstellt. Baltimore fängt an zu blitzen. Aber jetzt mal richtig. Zweiter Sack hintereinander. Und damit stehen wir nicht mehr auf der gegnerischen 17, sondern auf der gegnerischen 34. Dritter und 27. Wir werden kein First Down, denke ich mal, mehr hinkriegen. Wir spielen jetzt eher aus dem Gun. Stellen kein Running Back hinten auf. Sondern wir versuchen es jetzt einfach nur noch unserem Kicker ein bisschen leichter zu machen, dass wir hier mit 19-13 erstmal rausgehen. Und der Ball wird fallen gelassen. Vierter und 27. Die Hälfte, die geht mehr als gut los. Wir können auch nicht scoren. Und liegen 20-16 hinten. Now the Browns offense, they get ready to head back onto the field. Last time out, they had that long 50-plus-yard field goal that they missed. And I'm sure on their sideline, they're thinking themselves, okay, do we still want to try one if we're in that position again? First down, 13 yards Raumgewinn durch Hawkins. Scheinbar kriegen wir zumindest die Lücke von Josh Gordon ersetzt. Das sieht zumindest schon mal nicht gut. Zumindest schon mal ziemlich gut aus. Never make the mistake that the slot receivers, especially the little guys like we're watching here, are just quicker than fast. A lot of them combine quickness and speed. Setzen wir mal endlich mal wieder ein bisschen aufs Laufspiel. Wir müssen scoren. Wir liegen 4 Punkte hinten. Das heißt, die Field Goal reicht uns nicht aus. No matter what defense is called versus a running play, linebackers are telling the defensive guys up front. Da kann man gar nichts zu gegen. Da kann man gar nichts zu sagen gegen diesen Spielzug. Elvis Dumer will mit dem Tackle für 4 Yards Raumverlust. Kurzer Pass auf Terry Pryor. 6 Yards Raumgewinn. Dritter und 8. Wir müssen First Down erreichen, sonst habe ich das Gefühl, wir geben das Spiel so ein bisschen aus der Hand. Still remaining here on third down. Now a shotgun snap as they'll look to throw. Being chased out left. He may try and run for this. 9 yards on the field. Und wir laufen zum First Down. 9 Yards Raumgewinn. 3 Läufe für 21 Yards. Kein Receiver war offen. Und dann nutzen wir die Chance, dass die Defense Backs ziemlich tief stehen. Und erreichen tatsächlich das First Down. Sehr gut. Der Drive bleibt am Leben. Und damit stehen wir fast an der Mittellinie.
From the shotgun, he'll look to throw. And he takes a shot on the release. This will be incomplete. When defenses get to the quarterback that quickly, a lot of times it's called a jailbreak. It wasn't quite that fast, but fast enough that he had no time to look downfield and set himself to throw the ball. And as he tried to do that, he was hit and it forced an incompletion. Baltimore schnappt sich hier langsam das Spiel. Die fangen an zu scoren. Pass auf den Backup-Titan. Für sehr viel Raum gewinnt. Bis an die gegnerische 11-Yard-Linie. War das Momentum Change? Können wir was draus machen? Wir steigen mit dem Laufspielzug ein. Lauf durch die Mitte mit dem Fullback. Das sieht gut aus. 8 Yards Raumgewinn. Da kam die Grafik deutlich zu schnell. Und habe einen Spielzug genommen, den ich eigentlich gar nicht wollte. Wir machen nochmal den Halfback rein. Und da ist der Touchdown. Isaiah Crowell mit dem ersten Touchdown der Saison. Cleveland führt wieder. 22-20. Wir hoffen, dass jetzt das Field Goal klappt. Ja. 23-20 führen wir. Baltimore konnte nicht scoren. Das ist jetzt unsere große Chance. Wenn wir jetzt einen Touchdown machen, führen wir mit 10 Punkten. Ich witter so ein bisschen den ersten Saisonsieg. Und das gegen Baltimore, das hätte ich nicht gedacht. Die Zeit läuft schon wieder ziemlich schnell runter. Aber die kriegen wir noch hin. Kein Delay of Game. Allerdings auch kein Raumgewinn. 2-10. Wir nehmen uns leicht den Spielzug dort runter. Haben hier zwei Anspielstationen. Einmal den Third String Thailand wahrscheinlich und Coleman. Jetzt wissen wir, warum er der Third String Thailand ist. Der war nicht schlecht geworfen. Third down here for the offense after the incomplete pass. Off the play fake, he'll look to throw. He's got time in the pocket, dancing to his left. He can run for it and he will. And 12 yards. Zum First Down gelaufen, zwar auch mit den Beinen nach vorne. So wie es sein sollte. 4 Leute für 33 Yards. Und wir haben ein neues First Down. Wir müssen die Zeit runterlaufen. Und im besten Fall scoren. 3 Punkte wären gut. 7 wären deutlich besser. Weil dann haben wir kein One-Score-Game. Mit dem Field Goal haben wir einfach ein One-Score-Game. Das heißt, Baltimore würde mit einem Touchdown gewinnen. Da liegt eine Flagge auf dem Feld. Das ist eine Holdingstrafe gegen die Nummer 77. Er hat sozusagen beim Blocken hat er den Gegenspieler festgehalten. Das ist nicht erlaubt und damit kriegen wir 10 Yards, eine 10 Yard Strafe und haben den 1. und 18. Harold Pryor, 14 Yards Raumgewinn, wir haben den 2. und 4. Sehr schön über die Mitte freigelaufen. Wir werden weiter passen, wir machen weiter das kurze Passspiel. Gucken, ob der Talent jetzt ein bisschen frei wird, beziehungsweise unser Running Back. First down. So, wir stehen schon wieder an der gegnerischen 44 Yards. Das heißt, nach ungefähr 10, 12 Yards sind wir schon wieder in Field Goal Range. Wir können arbeiten. Das sieht alles sehr gut aus. Wir spielen weiter aus der Gun. Hat den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Zeit hinten haben in der Pocket.
play fake here on first down. Rolling to his right. And some room to work. And he gets this inside the 35-yard line. Give him 12 die yards wir. On that one. And die laufen wir. Sehr schön. Erster und 10. An der 32. Wir haben uns das Spiel wiedergeholt. Jetzt machen wir mal einen Laufspielzug. Für ein Jahr Raumverlust. The fourth quarter here, they've got the lead. They want to keep it on the ground. That's what they're doing. Kurzes Passspiel setzt sich durch. Keep the clock grinding. Keep it going. But you got to figure now. We're going to see more people stacked up at the line of scrimmage as they try and bleed it out. Oh, nein! Genau das sollte der nicht hin. Und das ist ein Pick 6. It's a Pick 6 and a Raven touchdown. Baltimore fängt die Interception und läuft das Ding komplett runter bis in die eigene Zone. 6 Punkte für Baltimore. Worst case scenario, würde ich sagen. Diese Pylonkamera ist kompletter Schwachsinn für sowas. Was sagt er denn? Da kommt er. Sehr schön. Ja. War sehr knapp. Also hätte auch an der 1-Yard-Linie runtergehen können. Nein, Spaß beiseite. Das Ding war natürlich richtig schlecht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den Fehler irgendwie gut machen. Wir haben 5 Minuten 50 noch auf der Uhr. Wir stehen an der 1-25-Yard-Linie. Das ist noch machbar. Allerdings war das ein Fehler, den wir jetzt erstmal ausmerzen müssen. Wir stellen ein bisschen um, wir gehen. Ich habe schon wieder nur 7 Sekunden. Wieso habe ich denn da immer so viel Zeit? So, ein Timer noch. Konnten sich die Leute mal wenigstens ein bisschen erholen. They come out here in the eye. He'll look to throw on the move to his left. He's got his man on the crossing route. Pass auf den Titan für 14 Yards. 14 Yards and it moves the sticks. On any given pass play, you never know exactly where your exit points are going to be. On this play, he was flushed to his left, still on the run, able to accurately throw the football for a nice first down. They'll run with Crowell, and he'll be taken down, but not before he gets into enemy territory. It's a gain of 14 there, and that'll be good for a 84 Yards rausgekommen. Wenn er das jedes Spiel macht, haben wir ein sehr solides Laufspiel. Da können wir nicht mehr gehen. That hurts the linebackers because what they're counting on, especially the guys in the middle, is that nose taking on two, sometimes three blockers, eating those guys up and allowing the linebackers to run free and make a play. And when they control the nose, it allows other guys to get upfield to that second level and block the linebackers. And now the running backs ganz schlecht geworfen. Ganz schlecht geworfen. Coleman war sowas von offen, aber hat halt ein bisschen im Lauf geworfen und deswegen. War er ziemlich ungenau. On play action, they'll throw. They'll roll him out right. Toward the sideline and look at that catch. Auf die Tight End. First down. Damit sind wir schon an der gegnerischen 25. 40 Yards haben wir jetzt Raumgewinn gemacht. Wir müssen den nur ganz solide jetzt runterspielen. Und wir sind in Fourth Down Territory. Das heißt, wir werden den vierten hoffentlich ausspielen, weil ein Field Goal reicht uns einfach. Und wir versuchen die Zeit so weit runterzuspielen, dass Baltimore gar keine große Chance mehr hat, noch einen großen Punkt. Weil Baltimore es natürlich danach schaffen würde, einen Field Goal zu schießen. Wenn wir
einen Touchdown machen. Würde es 30-30 stehen, damit würden wir in Overtime gehen. Kurzer Pass auf Sarah Crowell. First down. Damit liegen wir an der gegnerischen 12. 12 Yards aus dem Touchdown. And with that last play, he's now up over that 300-yard mark. And in today's NFL, it almost feels routine. Die Box ist komplett voll. About a 300-yard passing game. To me, 300 yards still signifies excellence, and he's achieved that in this performance. Kurzer Pass auf die Tight End für 3 Yards. Give him a couple on the catch at second and 8. How about the timing on that one? Boy, they were in sync, weren't they? Three-step drop, balls out of his hands, right to the tight end. Nice completion, just like they do it in practice. They're gonna look to throw. Oh no, he lost the ball. Oh, that's a fumble! I think Brown was able to recover, and they'll indeed hold on to the ball here. Das müsste Terrace Sachs gewesen sein, der durchgebrochen ist. For the team that lost it to get it back. Immerhin kein Ballverlust. Immerhin sind wir noch an Ballbesitz, auch wenn wir jetzt bei 3 und 18 sind. In this case though, a teammate is able to come up with the ball. Das ist unser Glück. 3 und 18. From the shotgun, he'll look to throw. And that is incomplete. Können wir den ausspielen? Fico reicht uns nicht, Coach. Wir spielen aus. Sehr gut. One score down. Here we go. They're gonna go for it here on fourth down. Ich versuche entweder auf X zu spielen, Viereck oder Dreieck. Gotta try it here. He's back to throw. That is caught inside the five. Touchdown! Touchdown, Cleveland Browns! 4 und 18. Duke Johnson, his first touchdown here of the new. Wir haben einen Ganzlinger in so einer Situation als Rookie Quarterback, das Ding so genau anzubringen. Das kann nicht jeder. So muss das aussehen. 2 Minuten 11. Wir führen mit 2. Wir führen mit 3. Wir sind im Ballbesitz. Baltimore konnte nicht punkten. 1:49. Wir müssen eigentlich nur noch die Zeit fast runterlaufen. Baltimore hat zwar noch 3 Timeouts. Die werden sie jetzt auch nach und nach nehmen. Das heißt, ein First Down brauchen wir noch. Dann ist das Ding so gut wie gegessen. Und das werden wir versuchen jetzt erstmal zu erlaufen. Bitte wird als grün angezeigt, obwohl die Box ziemlich voll aussieht, meiner Meinung nach. Aber wir versuchen es. Corbell macht ein gutes Spiel. Und wieder 2 Yards. 3 und 4. Ein kurzes Passspiel. Mehr brauchen wir nicht. Ich bin jetzt Slot Under. Wir gucken, dass Brees für den First Down offen geht. Ist er nicht. Stattdessen werfen wir auf den Running Back. Allerdings für Raumverlust. 4. und 7. Er hat Nummer 21 sehr gut aufgepasst. Machen immer ein Field Goal draus. Eine Minute nur noch. Baltimore konnte wieder nicht scoren. Und sie haben nur noch einen Timeout. Das Ding hauen wir jetzt einfach durch die Mitte. So, wir gehen bei Tempo schon mal auf Shoot Clock. Das heißt, auch wenn wir den Spielzug schnell auswählen, lässt der Quarterback sozusagen die
Zeit runterlaufen, um möglichst wenig Spielzüge machen zu müssen. Das kommt nämlich jetzt zum Einsatz, dadurch, dass wir einen Laufspielzug gemacht haben, der innerhalb des Spielfeldes gestoppt wurde, läuft die Zeit weiter. Wir haben jetzt noch 31 Sekunden für diesen Spielzug. Und die Zeit läuft konsequent vor der Spielzeit ab. Damit haben wir jetzt noch 14 Sekunden effektive Spielzeit. Mach nochmal einen Laufspielzug, auch wenn der jetzt für minus 2 Yards geht. Die Zeit läuft weiter. Und damit haben wir unser erstes Spiel gewonnen. Die Cleveland Browns gewinnen 33-27 gegen die Baltimore Ravens. Wir haben die Defense der Ravens einfach mal komplett überschätzt, so wie es aussieht. Obwohl die Defense eigentlich wirklich sehr stark ist. Aber 33 Punkte von den Cleveland Browns zu kassieren, das macht wahrscheinlich nicht jedes Team. Damit stehen wir jetzt in der Saison 1-1. Wir haben unseren ersten Saisonsieg. Gucken wir uns jetzt nochmal fix die Highlights an. Das Laufspiel sah heute schon viel, viel besser aus. So kann es weitergehen. Zusammen mit dem Running Back und mir als Quarterback, der 6 Laufspielzüge gemacht hat, über 100 Yards. Dadurch sind wir für die Defense natürlich nicht so eindimensional. Wir haben in jeder Kategorie dominiert. Wir haben mehr gepunktet, wir haben mehr Passing Yards, wir haben mehr Rushing Yards, mehr Yards pro Spiel und mehr Takeaways. Von daher, mit diesem Spiel können wir sehr zufrieden sein. Gucken wir uns nochmal einmal ganz fix die Stats an. Wir haben 22 von 36 Pässen angebracht für 321 Yards. Das ist wieder ein sehr guter Schnitt ist. 2 Touchdowns angebracht, allerdings auch eine Interception, den die Ravens auch gleich zu einem Pick 6 returned haben, wodurch das Spiel nochmal extrem spannend wurde. Das war der falsche. Im Rushing Game Isaiah Crowell mit 98 Yards. Ich mit 45 Yards durch 5 Laufspielzüge. Allerdings auch 2 Fumbles. Und auf der Receiver-Seite haben wir Seth DeValve, unser Backup-Titan, der jetzt für Gary Barnish natürlich zum Einsatz kommt. Mit 4 Pässen für 75 Yards. Das ist sehr gut für einen Backup-Titan. Terrell Pryor für 67 Yards mit 6 gefangenen Pässen. Andrew Hawkins für 62 Yards. Wir sehen, dass wir unsere Receiver sehr auffächern, dass wir nicht nur eine Anspielstation haben, dass wir viele Leute anspielen können. Was es für die Defense umso schwerer macht, alle konsequent abdecken zu können, wenn man viele Möglichkeiten hat, die Bälle anzubringen. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt dieses Spiel und ich beende damit auch diesen Teil. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wir haben endlich das erste Spiel gewonnen. Und wir hoffen, dass noch einige Siege diese Saison kommen werden. Aber wie es weitergeht, gehen wir mal als nächstes spielen. Sehen wir im nächsten Teil.